Und willkommen, liebe Freunde, bei einer weiteren Runde. Ja. Der Fasten hierfür ist Tokyo Drift. Und wir haben immer noch unser kleines Auto. Aber nicht mehr lange. Denn in der Zwischenzeit ist ja schon sehr viel passiert. Das brauchen wir mal. Ja? Wollen wir denn hier mal? Na? Es ist schon, also, falls ihr euch gerade fragt, warum da keine Musik mehr zu hören ist, es gibt in dem Soundtrack ein klitzekleines Lied, das macht mir Probleme. Er gesagt, ja, da ist ein Plattenfirma, dem gefällt das ganz und gar nicht. Deswegen ist das jetzt so leise wie möglich. Und, oh! Falls jetzt jemand sich fragen soll, wo kommen die 200.000 Dollar her? Ja. Manche werden sich wohl denken, hä? Hat er sich denn das alle erfahren? Kann doch gar nicht sein. Geht doch gar nicht. Geht auch gar nicht. Ich habe nur 35.000 Dollar erfahren. Und dann habe ich per Zufall einen Trick gesehen. Also, jeder, der mal Geldmangel haben sollte in dem Spiel, ratsam, kauft euch einen Nissan 350Z. Ihr kriegt nämlich mehr Kohle wieder, wenn er ihn verkauft. Ist komisch, aber Nissan hat anscheinend Geld ohne Ende. So, wir werden diesen Wagen jetzt erstmal komplett tunen. Denn wir werden ihn auch behalten. 41 Wagen können wir kaufen. So wie ich das im Heft mal gelesen habe. Und ja, wir werden ihn jetzt mal hier total upgraden. Also ich habe Kohle ohne Ende. Von daher, komm, hau rein. Hier. Oh, ich glaube, ihr habt die Musik komplett abgedreht. Das will ich eigentlich nicht. Brakes. So, Transmission. Mal gucken, wie die Karre dann abgeht, hä? Und wir hauen ordentlich Geld raus. Achso, das sind... So, jetzt kann man einmal Quip-Reifen und einmal Drift-Reifen. Wir wollen uns erstmal Quip. Und das Differential noch rein. Kann ja alles mit Schaden. Und wir haben, glaube ich, noch das Nitro vergessen. Also, das mit diesem Trick mit diesem Nissan, das ist kein Cheat. Also, das würde ich nie machen. Ja. So, darauf verzichten wir erstmal nochmal. Ja. So, wollen wir mal gucken, wie die Karre abgeht. Wie gesagt, die ist jetzt ein bisschen getuned. Ja. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen... wir werden nochmal eine Stunde dran fahren. Und dann werden wir probieren, andere Rennen nochmal zu fahren. Ja, ich glaube, ich sollte mal das... Safe. Automatisches Save ausstellen. Wie gesagt, den Trick habe ich jetzt halt mal ein bisschen angewandt, um ein bisschen Kohle zu kriegen, weil mit der Karre kann ich kein weiteres Rennen gewinnen. Ungetuned. Also, falscher Wagen, schon in die Pfanne gehauen mit dem Ding. Das ist spannend. So, wir gehen auf die Map. Und suchen, suchen, suchen. Darf ich mal wieder Filter nehmen. Erstmal wieder ein Quip-Battle. Denn da will ich erstmal gucken, wie gut mein Auto ist. Denn wir müssen erstmal gucken, wie so manche Fahrzeuge erstmal sind. Wie gesagt, es gibt genug. Und, naja, das Geld zu hamstern ist eigentlich nicht meine Art, aber naja. Aber sonst haben wir eh keine Chance. Wir werden nochmal gegen ihn fahren. Und da ich, glaube, ein FF-Fahrzeug habe, werde ich beim nächsten Mal, glaube,
Nee, ich hole mir ein anderes Fahrzeug für das Driften. Aber wir werden dann erstmal vielleicht einen normaleren probieren. Und dann werde ich, wie beschrieben, mir erstmal die Ellipse holen. Wir haben ja ein Ende. Jetzt sieht er aber mich nicht. Alter, was tun denn bewirkt? Alter, hör doch. Boah, das ist wahnsinnig, Alter. Boah, ich hab... Alter, ich hab Probleme in die Karre. Ach, du, hör doch auf. Was hab ich denn jetzt hier für Monster gezüchtet? Aber eigentlich für das Rennen 2 Minuten, mal gucken. Ungetuned. Schwerer zu fahren, ne? Aber naja, wer nicht testet, der wird auch nicht schlau aus der Kappe. So, mit 120, das ist aber mph, kein kmh. Boah, Leute, der zieht ja ab hier. Naja, aber so gut ist denn auch wieder. Nee. 2,30 habe ich glaube ich gebraucht damals. Naja. Auf jeden Fall. Das Rennen wird mir immer recht gewinnen hier. Wenn ich da daran denke beim ersten Mal. Die Karre zieht, Junge. Die versteht gar keinen Spaß mehr. Aber leider hat die auch nur 5 Ringe. Naja, fürs Driften, ich weiß nicht. Aber, hey, zieht gut ab. Also. Naja. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Straßenbattle hinbekommen? Ach, der ist auch schon da. Naja. Wie gesagt, vorher konnte ich mit der Karre gar nicht gewinnen. Nur halt dieses Rennen. Und das war auch nicht gerade einfach. Deswegen dieses klitzekleine Geld hamstern. Ob das ein Fehler von dem Hersteller ist, man weiß es nicht. Man kriegt auf jeden Fall mehr Geld zurück, wenn man die Karre wieder verkauft. Also das Autohaus schenkt euch da $1000. Ja. Wenn halt, sie wollen weniger, wenn man das Auto kauft, aber sie geben euch mehr, wenn man es wieder verkauft. Muss man ja verstehen. Macht aber auch nichts. Denn wir werden jetzt mal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes erfahren können. Wie gesagt. Ansonsten hole ich mir erstmal die Ellipse. Weil Nitro will ich jetzt im Moment nicht vor... Ah, halt. Das war falsch. Nitro will ich eigentlich... Doch, Musik ist noch da, aber sehr leise. Aber wir können halt nicht lauter machen, weil ein Lied steht nämlich auf der Abschlussliste. Ich kann die Lieder auch nicht abwählen. Das heißt, sollte das mal kommen, haben wir ein Problem. Ja. Sorry Leute, da kann ich leider nicht tun. Ist schon scheiße, wenn Ballieder auf der Abschlussliste stehen. Aber naja. Da können wir nichts. So, das ist ein Destination Battle. Wieder ein Destination Battle. Noch ein Destination Battle. Und, oh Gott. So
Schon wieder ein Disney. Ne, Top Speed Battle. Was hat denn der? Eine Fair Lady 9A. Das ist doch eine Z300. 300Z. Hä? Warum gibt's denn den nicht beim Autohändler? 3000 kriegen wir. Hier kann man noch ein bisschen was über den Kerl erfahren. Aber wir werden anscheinend. Halt. Top Speed Battle. Destination Battle. Nochmal ein Destination Battle. Und hier haben wir Quiz mit nochmal ein. Ach nein, wir wollen. Wie gesagt, das gibt es in der nächsten Folge. Dann werden wir mal hier mal ein bisschen beim Battle aufräumen. Gucken, wie weit ich mit dem Wagen komme. Ja, es gibt, glaube ich, insgesamt 16 Bosse. Also, das wird lang und schwer. Naja, aber ich will mal hoffen, dass es nicht zu lang wird. Weil der Walkthrough, der ging nämlich auch nicht lange. Aber naja, wie gesagt, wir verabschieden uns erstmal und ja, sehen uns bei der nächsten Folge bei Tokyo Drift.